Hallo und herzlich willkommen bei 7 Days to Die mit dem alles beliebten Dutschke. Mahlzeit Dutschke. So, wir haben keine Zeit. Wir wollen aufbrechen zu unserem neuen Gebiet. 5.30 Uhr, der frühe Vogel fängt den Wurm. Deswegen, wir müssen direkt loseilen. Ich würde trotzdem gerne einen Wegpunkt. Einen Wegpunkt. Jetzt will er einen Wegpunkt haben. Ich glaube, einen Wegpunkt hätte ich gerne. Ja, dann muss ich eine hinstellen. Wegpunkt speichern. Home. Home. Zack, Home. Zack, und wie mache ich ihn jetzt scheren? Wie geht das? Anklicks und Open Share Waypoint, Alice oder alle. Oder Waypunkt oder teilen. Jeder war das, ne? Oder verbündet. Weil der B ist klicken. So. Zack. Ah, hier unten ist es. Okay, ich mach da meinen roten Quick Waypoint hin. Okay, dann geht's los. Und Dutschke. Auf. Habe ich den gesaved. So, ein Map. Und komm. Da kommt er. Okay. Ja, ich habe meine Piff-Puff in der Hand. Im letzten, wo ich da im Dunkeln letztes Mal in dem Laden rumgerannt bin, habe ich tatsächlich eine komplette Maschinenpistole gefunden. Und eine abgesägte Schrotflinte. Und jetzt laufen wir einfach wieder quer durch den Ort, weil wir müssen da einfach quer zum Ortsausgang hin. Nix looten, fällt mir schwer. Fällt ja leicht, weil denn in den Tafel ist, kannst du überhaupt nicht looten. Genau, wir haben ja alles vollgestopft bis oben hin. Umzug, schalalala. Ja. So, und als allererstes können wir das Haus oben besetzen. Bin ich mal gespannt, wo der Helm uns hier hinlos. Jawohl. Holt mir! Aber folgen Sie nur, wenn. Wenn, ne? Frohen Mutes sind. Welches ist dein Lieblingsfarbe? Blau, mein Gelb. Du musst auf den Schrei machen. Ah, ja, genau. Ich bin doch farbenblind. Das ist unterwegs Kaktus und flippt gleich wieder immer einen neuen. Wenn der 50 Stack ins Weg, ins drauf, ins Weg, ins drauf. Wie ist deine Ausdauer? Wie sieht die aus? 100. 100? Wie das denn? Ja. Hast du immer geskillt? Geiler Typ bin. Hast du noch was geskillt? Nee, ich hab die ganze Zeit gegessen. Dann wird die Ausdauer Kaktus voll? Die Kaktus-Dinger, scheinbar. Aber jetzt bin ich voll, jetzt kann ich nicht mehr weiter essen. Mensch. Miau miau, sagt er. Doch keine Katze. Wir haben nicht mal die Bank ausgeräumt, ey. Ja. Immer dieses überstürzte Aufbrechen. Wie, wir haben Tag 11. Polizeistation nicht ausgenommen. Das ist ein langsamer neues Home finden hier. Vielleicht noch jede Menge Wichtige. Müssen wir nochmal her. Ich kann nicht, natürlich müssen wir nochmal her. Auf jeden Fall. Alles noch ausräumen. Ich kann nicht die ganze Zeit laufen, ich bin schon am Hetzen. Ich muss da leider was ändern, anscheinend. Ich bin auf der Straße. Bist du hinter mir? Ja. Halt mal gerade an, bitte. Ich habe aber nur 50 Grad. Ist da nah einer hinter mir? Nicht dummes. Ja, okay, ich habe mich erschrocken. Wo kann man das denn? Wo ist denn nochmal der Schnellläufer, der Athlet? Ja, Lauf, Forest, Lauf. Zack. So. Okay, hab ihn geskillt. Oh, hast du ihn auch geskillt? Ohne Schätze. Nee, ich hab dort wahrscheinlich. Okay. Dann am besten folgen wir hier der Straße. Die führt ein bisschen durch den Winter, durch den. Warte mal, dann muss ich gerade noch vorbereiten. Wo ist der verdammte? Den hab ich gar nicht dabei. Leck mir Arsch, da wird mir bestimmt kalt gleich. Ein Puffcode nicht dabei. Ich hab nichts dabei. Ja, und don't feed the bears. Red Shirt, hier ist ein Red Shirt, kannst du anziehen. Hier kommt. Red Shirt. Und hier sind Black Cowboy Boots. Anziehen. Kannst du bestimmt auch anziehen. Cowboy ja, Boots brauche ich nicht. An. Nee, pass auf, da kommt wer. Angekrochen. Weil da unten ist eine blöde Seelenplatte und ich bin der Hoffnung, ich hab die Verbindung nicht ganz gesehen, aber ich glaube, das Ganze ist da verbunden unten. Verbunden unten. Da läuft ein Huhn. So. Huhn.
Ah, oh, schade, normalerweise wärst du tot, aber. Geht ja nicht. Irgendwie läufst du aber jetzt quasi außenrum irgendwas. Ja, weil da rum ist die Seenplatte. Da ist. Und ein Bär. Jetzt willst du doch durch die Seenplatte schießen. Nee. Wir gehen außenrum. Nicht. Aber nicht rechts, links außen, rechts außenrum. Rechts hier. Geh doch nicht noch weiter weg. Nee, nee, und dann wieder auf die Straße wollte ich gerne. War hier schon jemand dran? Nee. Komm, so zu mir. Honig! Ah, so viel schöner Honig. Immer her damit. Ich bin am Bär vorbei. Und du? Weißt's, ne? Honig, wichtig. Ich laufe im Schnee und meine Temperatur geht hoch? Meine geht runter. Meine geht hoch. Ich habe hier jetzt das dicke Hemd an, während ich hier mit kurzem Rock durch die Gegend jogge. Wundert mich wirklich, meine Temperatur geht tatsächlich hoch. Angeblich. Manchmal klar. Oh, jetzt geht's runter. Ich hoffe, er ist nicht zu weit durch den Schnee. Weil ich was du getrunken hast. Aufgeheizt hat. Wie, du hoffst, es geht nicht so weit durch den Schnee. Ja, ich. Das ist bestimmt mal ein Zombie erschießen. Na, ich kann nur was trinken. Der Ausdauer macht dann nämlich gar nicht. Jetzt ist er alle meine Ausdauer. Das trinkt nichts geholfen von rotem Tee. Na, siehst du, dann mach da was den Lauf, wo ist Lauf. Der rote Schieß Tee bringt nichts. Ein Bier musst du trinken. Oh, hab hier ist böses Land, sehe ich gerade. Ne, da will ich nicht weiterlaufen. Ich so hier ist Hundeland. Komm, wir gehen. Ein Schneemann. Was komm ist das in Minen? Ja, deswegen raus aus dem Ding hier. Hoffentlich laufe ich nicht über eine Mine. Abstand halten. Fuck. Wo ist der verdammte Schnee? Hier ist kein Schnee, das war keine gute Idee. Ich verstehe das nicht, aber was. Warum bin ich die warum wollte ich die Abkürzung laufen? Da hinten ist ein anderes Gebiet, ich sehe es schon. Du wusstest doch, dass hier ist. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Wasteland. So lang und breit erzählt, dass du Angst vor dem Hund hast, über außen rumgehst. Da kommt ein Hund, guck. Hab's beide. Hab böse einen gekriegt, hab keinen Verband dabei. Hab böse einen gekriegt, hab keinen Verband dabei. Fuck, das war keine gute Idee, abzukürzen. Wäre ich noch den alten Weg gelaufen. Leck mich am Arsch. Also ich hab Verbandszeug mit. Wenn du mal stehen bleiben würdest. Ich kann ja nichts aufnehmen. Haha. Man musste was wegnehmen, in irgendeinem Container oder irgendwo Müll. Da hier ist ein Mülleimer. Lass mich zuerst rangehen, da bin ich explodiere. Hier ist ein Müllsack. Gib mir mal eine Verbandskiste. Das ist dringend. Bitte sehr. Okay, eine. Wird so in der Radkappen. Und? Hab ihn. Hol den einen Verbandskasten wieder raus, bitte. Du musst doch nicht den Hund anballern mit so viel Schüssen, dass ich das nicht wegziehen kann von dir, das Vieh. Mir geht's doch wieder gut. Du schon halb tot bist. Weil wenn die Radkappen da liegen, das sind glaube ich Minen. Wo willst du denn eigentlich hin? Dann über den Wald jetzt. Da in den Wald, ja. Na, guck mal auf den Boden, ist schon mal so ein Minen. Wo soll ich denn das sehen? Immer noch. Du wolltest Abstand halten, hältst Abstand, okay. Das sieht man doch, ich sehe hier ja nichts. Du hast doch das letzte Mal in Fatma so welche gefunden. Ja. Du musst doch wissen, wie die aussehen. Wir müssen noch Horror machen. Ich hab's geschafft, ich bin durch. Ich bin durch! Okay, den Weg gehen wir nicht nochmal. Dann gehen wir lieber die alte Strecke. Leck mir am Hof, das war nicht schön. Eieiei, jetzt habe ich mir aber die Butz gemacht. Okay, wieder was gelernt.
Der Weg war gar nicht so nett. Was sagt hier? Verbrannter Wald, hoffe ich. Ja, das ist verbrannter Wald. Da können wir durch. Kein Thema. Und hier musst du irgendwo übel schaufeln können Kohle. Wenn nicht gerade schaufeln können Kohle. Kohle ist. Brauchen wir nicht, weil wir haben da Kohlenminen. Mein Gott, mein Gott, das war aber übel. Kommt ein, da kommt einer angeklackert, ich höre ihn. Die sind langsam. Naja. Da hier oben drüber, würde ich sagen. Hoffentlich habe ich die Gartenhoe mitgenommen. Habe ich mitgenommen, sehr gut. Der Weg war nicht schön. Dann muss man den direkten Weg gehen. Da ist auch eine Straße, aber das ist ein blöder See. Da muss man ein bisschen umständlich laufen. Aber es ist wohl sicherer als durch das Minengebiet und die Köter da. Aber die haben sie überlebt. Hätte ich ja nicht gedacht. Zwei Köter auf mir gehabt, Dutschke. Das war schon hart, oder? Hast du nicht Eisenarmor an schon, bitte was? Nee. Wer ist denn der Armor? Produziere ich doch nicht. Ja, ich habe auch keine produziert, die habe ich die bestimmt gefunden. Ich habe jedenfalls irgendwelche Teile habe ich an. Das ist sehr schön für Sie. Für mich leider nicht. Denn ich besitze keine. Boah. Na, ging. War alles in Ordnung. Guter Sprung. Da unten ist ja See. Häuser und Zeug. Eine Bank und so was. Dann ist das schon die City. Na komm mit. Ach, du bist so ein Stück weg von der Stadt, oder? Nee, ich wollte an für sich ziemlich dahin. Aber da ist ein Haus, das habe ich, da können wir Zeug erstmal ablegen. Das hatte ich doch gesichert, da habe ich übernachtet. Da will ich nur noch außen am See vorbei. Mich gern ungern durch den See latschen. Oh, nützt nix, wir müssen hier einmal durch den See. Hier ist doch der flache Anlauf. Hüpf, ja, von wegen. Ich bin nass, sehr gut, gibt Temperatur ein bisschen runter. So, hier irgendwo muss das Haus schon sein. Wie, warst du aufgedeckt, dass du mal brauchst, du musst gucken. Hast recht. Da das Haus gewesen? Ich laufe jetzt einfach weiter. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wo das ist. Wie sehe ich denn das auf der Map? Na, das ist ein braunes Viereck, das Haus. Da hinten ist es doch. Da ist es doch. Well. So auf Kakteen, ne? Na, das ist Halbwüste. Hier gibt es auf alle Fälle Mais. Genau. Das ist hier Steppe, ja, ein paar praktisch. Hier könnten wir was hinlegen. Pass auf, Vordereingang ist zugemauert. Hintereingang geht. Geht das? Andere Seite ist noch ein Eingang. Dorf. Ja, komm mit. Bist du drin? Nee. Ja, hepp. Zack. So, da kann man was in die Schränke verstauen, damit wir ein bisschen Platz haben. Guten Tag. Ja, zack, im Kühlschrank zack. Ist schon jede Menge Zeug drin. Nochmal Honig. Yay. Honig, Wasser. Ja, ich tue deren Gläser mit dem Kühlschrank, die 200 Stück erstmal. Ja, ich tue. Willst du jetzt hier Schmieden aufbauen und machen und rotieren? Nee, oder will ich nicht. Nee, ich will hier nur ein bisschen Zeug abladen, damit ein bisschen Platz ist. Damit soll ich die Schmieden erstmal hier lassen und die Mischer? Bauen können, ja. Lass die Schmieden hier und die Mischer. So. Dann zeige ich dir das Plätzchen, was ich gedacht hatte. Ich habe ein bisschen Durst. Hast du was da? Ja, im Kühlschrank. Ja, danke. Eine Runde trinken. Zack. Reicht. Wunderbar. So, fertig. Raus hier. Die Station ist auch hier. Schauen wir mal mit. Hier liegt noch einer. Ja, Fußspeier lassen wir hier. Schmerztablette hat er dabei, eine gute. Hier kann ich schon wieder Bastelmittel, Bastel. Brauchen wir nicht mehr. Dann bleibt hier.
Und Dutschke, lass antreten. Dann zeige ich dir, wo ich meine. So. Gesichert in dem Sinne ist das ja auch nicht, ja. Das war nur für eine Nacht. Einfach. Da ist aber ein Loch im Boden, da geht tierisch weit in den Boden rein. Da kannst du locker übernächtigen. Und jetzt kannst du ja schon wieder gelben Blumensamen herstellen, indem du es einfach einsammelst nebenbei. Was du jetzt willst. Hast recht, so, guck. Hier ist die Big City. Da hinten. Ja. Und ich dachte mir, hier wird flaches. Hier bauen wir. Hier am See. Hier. Hier schön. Backpack. So. Hier sind den Dreh. Ist aber auch weit genug weg. Ist ziemlich gerade Fläche. Ja, bist auch schon am Hang. Ja, ist guck mal, dass du weiter vorgehst, dass du wirklich nicht zu weit. Gerade, exakt flach bist. Das ist doch gerade. Wenn du zu weit davor gehst, kriegst du immer den Spawn von der Stadt ab. Andere bauen, ja, der stört dich doch nicht mehr. Bauen doch diesmal ordentlich. Ja. Hier so bauen, oder? Guck mal. Der Entfernung kriegst du noch keinen Spawn von der Stadt ab hier. Ich mag nicht mit Hunde und Polizei. Die herziehst. Also hier könnten wir bauen. Also flach muss es schon sein. Ja. So, was bauen wir jetzt hier? Hast du jetzt schon überlegt? Haus. Ja, was für ein Haus? Guck mal, da ist gerade Wasser. Ich weiß. Wasser, alles da. Abkühlen und so. Und der Händler ist genau hier Südwest, in die Richtung, wo das Haus jetzt ist. Da ist der Händler, ja, den ich gefunden habe. Südwest, nicht West. Willst du auch noch hin? Nein, ich will mich bloß mal hier wieder umgucken. Ach, hier kann man riesig bauen, weil das hier alles gerade ist. Wenn der alles gerade hin. Ja, ich hätte gern nur ziemlich nah am Wasser noch gebaut. Ja, ich meine, du kannst das ja ausdehnen, das Gebäude, wie du willst. Der Vorteil ist halt hier, dass du gemäßigtes Klima hast. Genau. Das steht mal fest. Ne? Ja, aber gemäßigtes Klima ist sehr gut. Hier wachsen die Bäume nicht schön. Das ist immer, dass du an der City gleich nochmal sowas dran hast. Ja, das ist doch der einzige Spot hier drumherum. Irgendwas die ganze City dran. Drumherum. Gut, die Häuser sind ein bisschen desolat im Zustand. Das schmälert den Ausblick. Ja, da kann man nichts machen. Was ist denn der Berg da drüben? Ist das auch Halbwüste, der ganze Berg hier? Da, das ja, kann sein. Das riesige Gebirgsding. Ich meine, ist alles schon alles wieder halb, Wasteland. Sag mal her? Weiß ich nicht. Voll aus wie Wasteland von der Farbe her. Ich weiß es nicht genau. Da ist verbranntes Zeug und hier ist... Ah, hier ist verbrannter Wald, geht hier oder los. Ja. Ja. Ne? Okay. Hier ist wieder verbrannter Wald. So. Wo bist du denn? Sollen wir hier beim Fang auszuheben, hier am Rand? Dass wir direkt einen Boden vernünftig bauen? Oder was? Ja. Wie groß hätten es denn gern? Oh, ich sag ja, wir müssen einen Plan vorher machen. Jetzt stehen wir da und wissen nicht, was wir. Ja, wir können auch alles. Die Bäume und die Steine weg. Nee, komm, pass auf, dann gehen wir immer hoch. Wir können hochgehen und das ganze Zeug, dann zeige ich dir oben das nochmal. Beim Haus. Oh, lass mal zum Haus. Halt ja, ist ja halb so wild. Wir können auch den vorderen Block da weghacken, damit wir den Vordereingang benutzen können. Auch kein Thema. Ich habe halt ein bisschen zugemacht, ein bisschen gesichert. Mit, Was willst du jetzt beim Haus? Beim Haus zeige ich dir, wo ich da ein bisschen was noch. Wo du da. Wir könnten. Da quasi eine Nacht aushalten. Du kannst länger aushalten, wie gesagt. Kein Problem, solange es keine Horde Nacht ist, keine Siebte. Wir haben 3 Tage Zeit jetzt. Früh um 10 können wir noch was basteln. Ja. Ja. Bist du oben? Kommst du? Ja, er kommt auch nicht. Einfach hier, Trick 17 ist selbst alles schon. Ja. Okay, vorsichtig, komm rein. Dann folg er mir. Hier einmal um. Meine Lichtmütze aufsetzen. Bist du schon unter der Stadt oder was? Ach, die Scheiße.
Hier ist Bedrock. Oh. Und hier ist Kohle. Oh, minus 57. Wenn er hier anfängst zu buddeln. Ah, oh, ist ja krass. Ne? Oh, die ganze Stadt ohne Höhlen praktisch. Hier ist Eisen. Ich weiß. Und Kohle. Ja. Genial, ne? Also hier können wir hacken ohne Ende. Ja, ich wäre dafür. Sollen wir das Zeug einfach mal hier reintun und dann weiter umsiedeln, nochmal hin und her rennen? Zu zweit? Dann hätte man ruckizucki alles hier. Ja, das Zeug erstmal hier ins Haus schaffen. Ja, ja, hier ins Haus ist doch kein Thema. Ist eine Zeitfrage. Am besten tust du es hier unten in den Stollen rein. Ja, wenn die Zombies überfallen hier draußen. Ja, die hacken noch die Dinger nicht auch kaputt. Ja, hoffen wir das Beste. Die Schränke. Das sieht ja aus. Das ist irgendein Schwein, was irgendwo reinläuft. Irgendein Schwein. So, zack, zack. Ich tue alles rein. Rein, 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 rein. Tack, 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 tack. Die Pfeile behalte ich mal bitte. Zack, zack. Dose auch weg. Knarre nehme ich lieber mit. Schraubenschlüssel lasse ich hier. Knochenmesser lasse ich hier. Axt lasse ich hier. Spitzhacke lasse ich hier. Brauche ich nicht. Schaufel lasse ich hier. Alles klar. Nur noch was essen. Was trinken vielmehr. Was getrunken. Hier immer eine Dose zu futtern. Wir müssen jetzt auch mal Baufreiheit schaffen. Was brauchst du? Baufreiheit? Erstmal Baufreiheit schaffen hier vorne. Mal Platz machen. Ja, ich würde gern direkt wieder losrennen. Wie gesagt, damit wir Zeug so schnell rüberkriegen, ja. Hier ist wer gestorben. Das Schwein ist gestorben. Ich habe ein Messer gerade weggepackt, weil ich hole direkt wieder. Wo ist denn das Stück Wasteland los? Ach hier, das ist ein richtiger Riegel hier. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie drunter oder drüber lang kommst. Ich weiß, wo ich früher hergerannt bin. Deswegen kann ich dir zeigen. Moment, nimm mal die Sau aus. Hinter uns, hinter einem Haus ist irgendwie. Aber du gehst und ich gehe alleine. Auf. Ich hack das Zeug alles weg, ja, dass ja freie Fläche ist. Oh Mann. Ja? Mach mal die Bäume weg und die Steine weg. So, ich hab die Sau geschlachtet. Ich tu das Zeug in die Hütte. Ja, mehr in die Tiefkühltruhe. Felsen, die müssen erst komplett weg. Tiefkühltruhe, zack, zack, zack. So. Zu. Ich höre so, hinterm Haus ist wer am Hacken. Der muss leider sterben. Wo bist du? Und? Oh, da müssen wir die ganzen Rülpsen eingegrabenen Felsen wegmachen. Das ist durch. Musst du nicht. Das ist durch eine Zeit. Nee, du kannst die untergraben. Dann fallen die runter. Ja. Also praktisch bloß immer unten drunter eine Lache weghacken. Ja. Hast du das Inventar leer? Ziemlich, kannst du doch an für sich relativ komplett leer machen. Komm zu dir, bin auf dem Weg. Dann zeige ich dir noch die andere Route. Sehr wichtig. Ich gehe schon am Buddeln da irgendwo. Am Hacken. Ist er. Komm, Dutschke. Was denn? Soll ich doch mitkommen? Ja. Haben doch gerade gesagt, ne? Nee, los, komm mit. Zu. Komm, los. Ja. Dann geh, mach zu. Wann du jetzt hin willst? Nach Hause. Hause will ich. Okay, ich muss mal auf die Map gucken. Ja, wir müssen leider ziemlich direkt nach Norden, ja. Aber du lang rennst, ist schon richtig. Ja, sicher, ja, am Abhang geht doch direkt das Ding hier los. Was geht denn los? Erst der schwarze Wald und dann erst der verbrannte Wald und dahinter der andere. Also hier könnten wir ja noch durchgehen jetzt nach Osten. Müssten halt ich muss den Hoodie ausziehen, da das Hemd ausziehen, mir ist zu warm. Zack.
Wie hast du denn dein Bravour? 75 schon. Oh, ewig. Nee, warte, du läufst falsch, komm mit, komm zurück. Glaub mir. Du musst hier rum, leider. Leider müssen wir einmal hier am See außen rum. Komische Büsche. Ah, da geht die Temperatur noch schön runter. Kann man zur Not auch in den Busch springen. Kann man Licht ausmachen. Ich renne nur bei Licht rum. Du bist am Hetzen ohne Ende. Ich nehme an, du hast nicht im Lauf geskillt. Doch, hab ich gerade gesagt, wo du durch den Wald gerannt bist, noch schnell als Hilfe hin. Echt? Da hab ich zweimal eingeskillt. Zweimal, ich hab dann jetzt voll geskillt, bis oben hin. Ich anständig laufen kann. Ich kann nix, toll. Ich hab 4 von 5. Mal kurz auf die Map gucken. Ja, irgendwie richtig. So. Hier ist die Road. Nicht gleich hier durch zwischen den zwei Teichen. Das geht leider nicht. Naja, lass gucken. Ne, geht nicht. Das ist eine Straße voll. Hätten wir mal auf die Uhr gucken sollen. Ich glaube 10.40 Uhr sind wir gestartet. Wir sind gerade eine Stunde unterwegs hier. Ingame-Zeit. Welche war denn jetzt? Die hier, die untere natürlich. Sorry. Okay. Können wir ein bisschen aufpassen, wisst ihr? Hier ist nämlich überall Water. Das ist eine ziemlich große Seenplatte hier. Habe ich doch, hatte ich doch gesagt. Ich laufe hier mitten zwischen den Seen durch. Und wenn du die Entfernung schwimmst. Feierabend hier mit Ausdauer. Achso, okay. Jetzt vorne, das hält Fitness hier. Survivor ist 100 Sekunden, nee, Kapitel, Athletics. Stamina Gameplay, Sexual Tyrannosaurus kann man noch skillen. Brauche ich nicht, also ich hab's jetzt wieder voll. Stamina Gameplay ist 20%. Dann, das gleicht sich dann mit dem anderen aus, da kriegst du so viel zurück, dass du das nicht mehr lernen musst. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, ab durch die Seenplatte. Und am Ende der Straße liegt schon unsere Stadt. Haus am See, achso, ja. Das ist ziemlich perfekt. Dadurch bin ich ja hierhin gefunden, durch die Straße hier. Ja, und hier rechts die Hügel, das ist alles Wasteland. Hier ist dann dort mal unsere Wüste an, praktisch. Ja. Hier ist ja schon mal halbwegs gemäßigtes Klima. Und geht da hinten, hier einfach geradeaus, wenn du in Richtung Baum guckst, da geht's da in den Berg hoch. Eigentlich, oder? Dann, nee, da hinten im Berg, ich weiß nicht mehr welchen. Ist auf jeden Fall nicht allzu weit. 2 Stunden sind wir jetzt unterwegs, gleich. Ich schätze 3 brauchst du insgesamt, um hier hinzukommen. Bauen wir uns eine Hochstraße aus Holz durchs Wasteland, da können uns die Hunde nicht beißen. Im Wasteland sind die ja nicht. Ja, aber es ist viel kürzer. Ah, ich muss jetzt leider auch ein bisschen vorsichtiger machen. Naja, okay, Leute. Ich glaube, hier passiert jetzt erstmal nicht mehr viel. Wir wetzen zurück. Habt ihr gesehen, wo unser neues Haus hin soll? Wir holen jetzt nochmal Zeug. Hier ist relativ safe, sage ich euch, der Weg zurück. Ist nur noch da hinten den Berg hoch. Und dann ist da unsere Stadt da oben, wo es so flach ist. Hey, du Verwirrter. Da wurde... Ich bin nass, sagt er. Es regnet hier. Lol, sehr gut. Er ist schon tot.
Da hinten geht's den Weg hoch und da ist unser altes, da oben ist die Stadt, hier an diesem komischen Abhang. Und dann sind wir auch schon da. Wir verpflanzen jetzt das ganze Zeug und dann geht's aufs Ausheben der neuen Hütte. Ja? Ich bedanke mich für's Zusehen in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss. Tschüss.